Also, wir haben ja eben schon ein paar Bilder gesehen vom Shooting. Wie war das mit dem Team? So die Tage. Mikrofon nehmen wir natürlich auch. Sonst wird es schwierig. Wie war das? Hat Spaß gemacht? Ja, es hat Spaß gemacht. Es war dann zwar anstrengend auch, weil vor allem ich mit High Heels das nicht so gewohnt war, 2 Stunden da zu stehen. Aber es war richtig spannend, ja. Was macht das Team denn aus? Wir haben das eben schon so ein bisschen gehört, dieses Team Erninger. Gibt es da großen Austausch? Ja, also ich glaube, ich bin die Jüngste in dem Team und wie ich da reinkommen bin, war es echt so, dass ich mich gleich mal wohlgefühlt habe, weil ich herzlich aufgenommen worden bin und es ist einfach so eine lockere Stimmung, wo man beisammen ist, mal, ja, gerade bei dem Fotoshooting, wo doch alle Sportler anwesend waren, die in dem Team alkoholfrei mit dabei sind. Und es war eigentlich durchweg lustig und vor allem verstehen wir uns auch so mit den Partnern und den Ansprechpartnern von Erninger super und ja. Gut, ich sehe ja gerade, hier gibt es ja auch extra nochmal Gläser, die bekommen Sie gleich auch noch überreicht, also mit dem Konterfei von den drei. Ich drehe es mal an. Drehe es jetzt wieder zu dir, damit du auch schauen kannst, ob es gelungen ist. Ja. Herr Michi, kann man sich mal einen Tipp holen von einem Schützen, der vielleicht einen guten Ratschlag hat, wie man besser trifft? Wie geht das mit dem Austausch? Der Andi hat sich da mehr, das ist weibliche Schützin dabei gewesen, der Erninger Heilschütz, das war der Andi dann, der sich da länger unterhalten hat, da habe ich gar nicht die Chance gehabt. Da habe ich gar nicht die Chance gehabt, näher hinzukommen. Aber es ist natürlich immer schön, dass so Tage wie Dreh oder Herbstfest, wo bei uns immer klassische Termine sind, oder nicht Termine, also Treffen, willkommene Abwechslung und willkommener Informationsaustausch. Wie war das mit der Schützin, Andi? Was sollte ich jetzt genauer wissen? Das habe ich schon wieder vergessen. Wir waren ja da am Herbstfest, ich meine. Ja, ich war der Gauscher Fahrer. Nein. Also grundsätzlich verstehe ich. Ja, es sind ja viele Profis. Ja? Und wenn jetzt jemand einen Tipp hat und als Sultan sagt, Mensch, ich bereite mich so und so vor, was Ausdauer, vielleicht auch Kraftschnelligkeit etc. angeht, dann macht ja ein Austausch Sinn auf jeden Fall. Ne? Ja, auf alle Fälle, ich muss erst mal sagen, also alle, wo im Erdinger Team dabei sind, von den Sportlern sowie von den Leuten von Erdinger, das ist einfach eine super Stimmung und wir haben da immer einen Mordsgaudi. Und natürlich reden wir da mal, interessiert mich das, wie sie die vorbereiten, was die trainieren und so. Und es ist sehr interessant, immer, da tauschen wir uns immer wieder ein bisschen aus. Jetzt bist du ja der Zimmerkollege von Michi. Bleibt das so? Weil das Team hat sich jetzt auch so gefunden, zwischen der Kati und dem Michi. Also, du bist ausquartiert. Bis jetzt habe ich noch nichts anderes gehört. Ich weiß nicht, ob es mir dann mal ausquartieren soll. Nein, ich treibe mit Andi zusammen. Also, ich kann mal ergänzen. Sonst ist mir Andi beleidigt. Und das mit der Katrin, das funktioniert so, denke ich, auch ganz gut. Ja, gut. Wie ist es denn, Katrin, morgens? Sagt dann der eine, Schatz, stellt schon mal die Scheiben raus? Oder wie geht das? Ist das ein Gesprächsthema im Team sicherlich? Ja, mittlerweile glaube ich nicht mehr so. Am Anfang natürlich, aber wie das halt so unter Menschen, unter Leuten ist, oh, jetzt sind die zusammen. Aber funktioniert ganz gut und ist natürlich schon schön. Wir können morgens zusammen frühstücken, dann geht jeder ins Training und dann macht jeder sein Ding und dann mittags kann einer kochen und der andere dabei noch was anderes machen oder wir kochen zusammen. Also es taugt uns beiden sehr gut so. Also eine perfekte Gemeinschaft, ja. Bitte. Gutes Timesharing sozusagen, das ergänzt sich ganz gut. Absolut, absolut. Michi, was erwartest du für die Saison? Wie sieht es im Training aus? Vor 4 Wochen warst du noch in der Wüste oder vor 3,5? Temperaturumschwünge etc.? Ja genau, da ging es mir nicht so gut in Marokko, aber ich habe mich ganz gut erholt. Wir kommen jetzt gerade vom Dachstein, wir hatten super Wetter, das ist eigentlich eine wichtige Grundlage ist für uns und wir haben gut trainiert. Ich persönlich habe mich sehr gut gefühlt am Dachstein, aber das hat nichts zu sagen. Wichtig ist jetzt nur gerade die nächste anstehende Zeit. November fahren wir nach Munio. Munio sind kommt unser Feindschirm, 3 Wochen, finales Training, bevor es in den Weltcup geht. Und ich hoffe, dass ich da alles durchziehen kann. Und dann freue ich mich auf den Weltcup, freue mich auf Erdinger, auf Erdinger mal nach dem Rennen. Und dann bin ich zuversichtlich und hoffe natürlich das Beste. Wie sieht dein konkretes Saisonziel aus? Ich meine, man horcht ja mal in seinen Körper rein, gerade in der Vorbereitung. Wie geht's einem? Ja, auf was für einem Level ist man? Wie sieht das aus bei dir? Bei mir schaut es so aus, dass ich
in letzter Zeit ein bisschen Probleme hatte oder auch größere Probleme, weil ich ein neues Schuhmodell gelaufen bin und ein Überbein gekriegt habe. Und das zieht sich jetzt schon seit längerer Zeit. Aber ich kann Gott sei Dank auch noch anders ausweichen, sprich klassisch viel machen, Großimitation, Schrittsprünge, Fahrrad fahren. Und die Pumpe ist fleißig am Arbeiten. Das heißt, ich bin schon fit und ich hoffe, dass ich jetzt einen Schuh finde, wo ich dann laufen kann und dann kann es dann 100% auch auf Skating-Schienen weitergehen. Also Feintuning kommt dann noch später? Ja, dann kommt der Feinschliff. Andi, erzähl uns mal so ein bisschen aus dem Alltag, wenn man so ein bisschen in den düsteren Einöde sich vorbereitet, wie oft kommt da der Schweinehund und sagt, ach komm, lass mal eine kleine Pause machen und wie oft wird er dann überwunden? Ja, wir haben das natürlich gewohnt, auf Trainingslager unterwegs zu sein, deswegen macht uns jetzt das nicht so viel aus. Das Einzige ist natürlich da in Muni, wo wir jetzt zum Schluss dann sein werden, die Dunkelheit, sage ich mal, wenn es dann nur noch ein paar Stunden hell ist am Tag, das geht dann an die Substanz und ich bin froh, dass wir dann nur 3 Wochen jetzt, sage ich mal, da oben sind. Für mich ist ja so ein bisschen ein Tüftler auch, was das Gewehr angeht. Wie sieht das bei dir aus? Wie arbeitest du immer weiter an deinem Material, um es noch zu perfektionieren? Ja, natürlich arbeite ich immer weiter am Material. Man versucht natürlich auch immer auf die neuen Regeländerungen einzugehen und schauen, was darf man mehr machen, was darf man nicht machen. Und von dem her habe ich jetzt auch wieder keinen neuen Schaft, aber ich hab meinen Schaft lackiert und ein paar Winkel verändert, wieder ein bisschen was am Anschlag verändert. Der Michi stellt jetzt ein bisschen mehr rum wie ich, weil mein Motto ist eher so, ich muss mich an was gewöhnen. Der Michi stellt noch einen Tag vor den Wettkampf was um, da ist halt jeder verschieden. Ja, mal eben umstellen ist ja schwierig, ne? Also da kann ja die kleinste Umstellung fatal sich auswirken oder eben auch Sicherheit geben. Wie schnell gewöhnt man sich daran? Andi sagt gerade, er braucht ein bisschen länger. Also bei dir reicht tatsächlich ein Tag, ja? Ja, also das ist halt im Endeffekt natürlich auch Kopfsache. Und wenn man das Gefühl hat, also oder speziell als ich das Gefühl habe, ich muss was ändern, dann ändere sie und dann schaue, ob es geht, ob es besser taugt. Und wenn nicht, dann nehme ich wieder zurück. Also eigentlich ganz problemlos, aber es gibt halt welche, die sich ans Gewehr dran gewöhnen und ich versuche es an mich zu gewöhnen. Aber es heißt nicht, dass es deswegen besser geht. Es gibt auch den schönen Spruch von Biathleten, das ist eigentlich eine schöne Sportart, wenn das Schießen nicht wäre. Wie wäre es bei dir? Oder wie ist es bei dir, Andi? Steht man schon morgens auf und vor so einem wichtigen Wettkampf, wo weiß schon, heute geht eher das Laufen besser oder eher das Schießen? Oder ist es dann tatsächlich, wenn man das erste Mal da steht oder liegt? Man sieht es dann natürlich erst im Wettkampf, es geht vorher. Ist meistens so, wenn man sich schlecht fühlt, geht es gut. Und wenn man sich gut fühlt, geht es schlecht. Das ist meistens so. Aber man sieht erst im Wettkampf, was läuft. Und man muss jeden Wettkampf neu erarbeiten. Und das ist eben momentan in der Weltspitze so eng zusammen, dass einfach alles passen muss. Und da kann man jetzt nicht sagen, heute geht's laufen oder schießen. Das müssen beide Komponenten einfach zusammenpassen. Konkretes Saisonziel für dich? Ein konkretes Ziel ist eigentlich, dass ich meine Leistung verbessern will vom letzten Jahr. Ich war letztes Jahr super gestartet, habe dann die Verletzung gehabt, sage ich mal. Und ich mag diese einfach wieder ein Tick besser sein wie das Jahr davor und dann passt das voraus. Dann passt das, genau. Katrin, es gibt Bauchmenschen und Kopfmenschen in diesen Rennen. Wie ist es bei dir? Wann wägst du ab oder ist es sogar unterschiedlich bei dir? Oh, schwierig, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich, oh, ich bin ein totaler Bauchmensch und dann gibt es Phasen, wo ich denke, jetzt wo ist denn mein Bauch, jetzt bin ich nur kopfgesteuert. Also da ist auch wieder jeder unterschiedlich. Bei mir ist so, wenn ich das beides so in die Waage kriege und von beiden Teilen das so 50-50 habe, dann funktioniert es, glaube ich, bei mir am besten. Gibt es so eine Phase im Rennen, wo man von außen gar nichts wahrnehmen kann, also auch keinen Tipp, keinen Hilferuf, wo man so richtig im Tunnel ist? Oder ist man immer aufnahmefähig? Ja, also wenn ich im Rennen bin oder auch oft im Training und mich da richtig konzentriere, dann kriege ich nicht mit, was um mich herum passiert. Dann habe ich schon ein bisschen einen Tunnelblick. Aber wenn man mir dann sagt, hey Katrin, pass auf, an der und der Stelle sagen mir dir, wie die Schüsse waren, ob du was stellen musst an die Opter oder so, dann passe ich schon auch auf und dann höre ich auch was. Also wenn es sein muss, das Wichtigste hört man dann. Und im Ziel, was ja auch wichtig ist, mir hier gibt es dann 3 Liter Erdinger alkoholfrei.